Da ist er, der letzte Handelstag von ThyssenKrupp im DAX nach mehr als 31 Jahren. Ab Montag, dem 23. September, wird die ThyssenKrupp-Aktie durch MTU ersetzt in Deutschlands größtem Index. Und dann wird man sich wieder um die News, um die Aufzugssparte fokussieren. Börsengang oder Verkauf? Das ist hier die Frage. Lange sah es ja so aus, als würde ThyssenKrupp die Aufzugssparte separat an der Börse notiert wissen wollen. Jetzt drückt aber ein Verkauf doch immer mehr ins Interesse, denn viele Interessenten stünden bereit, um die Aufzugssparte zu übernehmen. Das kann den Preis in die Höhe treiben, sagt unser Kollege Michael Schröder vom Anlegermagazin Der Aktionär. 20 Milliarden Euro stünden bereits dafür im Raum. Zum Vergleich, der gesamte ThyssenKrupp-Konzern wird derzeit mit ziemlich genau 8 Milliarden an der Börse bewertet. Finanzinvestoren wie der Staatsfonds Abu Dhabi mit anderen Investoren gemeinsam oder aber Konkurrenten wie Kone oder Hitachi wollen gerne die Aufzugssparte übernehmen. Die Marktreaktionen so simpel wie erwartbar. Seit dem Tief von 9,25 Euro vor 4 Wochen hat die Aktie rund 40% zugelegt. Michael Schröder sagt, der weitere Verkauf oder eben Börsengang wird vornehmlich die Kursentwicklung bestimmen.